Hallo liebe YouTube-Gemeinde, nachdem ich jetzt eine ganze Weile nichts mehr von der Anlage Güsten ins Netz gestellt habe, möchte ich es jetzt gerne nachholen. Das Umfeld vom Güstener Kiesschacht hatte ich Ende vorigen Jahres schon mit neuer Vegetation aufgehübscht. Beim Besuch der Leipziger Spielmesse war ein Messestand mit herrlichen Modellbäumen. Hier wurden noch ein paar neue Bäume und Büsche erstanden. Hier sind noch ein paar Aufnahmen vom Januar mit den alten Bäumen zu sehen. Die Kalkzüge von Blankenburg nach Halle waren für die Buna-Werke sehr wichtig. Der Kalk aus den Steinbrüchen um Rübeland und Elbingerode wurde für die Herstellung von Carbid dringend benötigt. Mit dem Eilzug Aschersleben-Berlin gab es eine umsteigefreie Verbindung von Bernburg nach Berlin. Da die E-Loks der Rübelandbahn im RAW Dessau ihre Hauptuntersuchungen hatten, wurden sie über Güsten nach Blankenburg von der Baureihe 110 und 112 geschleppt. Kalizüge aus dem Thüringer Revier wurden von Sangerhausen über die Blankenheimer Rampe und die Kanonenbahn bis Güsten gebracht. Von hier ging es weiter nach Wismar über Magdeburg und Stendal. Anfang Januar musste ich die Anlage wegen Vegetationsarbeiten an der Wandseite zerlegen. Jetzt hatte ich einmal Gelegenheit, die Anlage auch von der anderen Wandseite aus aufzunehmen. Leider machen die Weinert-Gummilitzen der Telegrafenleitung langsam schlepp. Da wo das Sonnenlicht hinkommt, hängen sie schon so tief durch, dass sie bald entfernt werden müssen.
Als beim Anlagenbau die große freie Fläche bebaut werden musste, kam die Idee mit dem LPG-Hof und der Ernte auf dem Weizenfeld nebenan. Von der Firma Busch gibt es alles für die guten alten LPG-Höfe, mit den passenden Gebäuden und Fahrzeugen dazu. Aus der Braunkohlegrube Nachterstedt-Holm, wo es heute den Concordiasee gibt, kam eine qualitativ sehr hochwertige Braunkohle, die mit diesen Zügen von der Baureihe 41 der Einsatzstelle Staatsfurt über Güsten abgefahren wurde. Die Leipziger Birken machen einen hervorragenden Eindruck und waren ihr Geld auch wert. Am 15. und 16. Dezember habe ich noch einmal ein paar schöne Aufnahmen von der Anlage Güsten gemacht. Seit Dezember 2003 versuche ich meine alte Heimat, das BW Güsten, im H0-Maßstab wieder auferstehen zu lassen.
Auf diesem Gleis bin ich oft mit der 120 und 132 von der Drehscheibe zum Messwaren des BB Büsten gefahren. Mittlerweile sind fast alle Züge gealtert und die Personenzüge mit Fahrgästen versehen worden. Anfang April dieses Jahres hatte ich den Münchner Verlag von unserem ehemaligen ostdeutschen Modellbahnmagazin Modelleisenbahner angeschrieben, ob ich ein Anlagenporträt der Anlage Güsten einstellen könnte. Aufgrund von mitgeschickten Bildern und Videos kam die kurze Antwort, die Anlage hat Potenzial, man würde sich wieder melden. Bis heute habe ich nichts wieder von diesem Verlag gehört. Ich weiß nicht, ob diese arroganten westdeutschen Verlagsredakteure überhaupt einschätzen können, wie viele Heimanlagen nach realem Vorbild in Deutschland überhaupt existieren. Unseren ostdeutschen Modelleisenbahnern wird wieder mal ein Stück Reichsbahngeschichte vorenthalten. Ich hätte die Anlage gerne den anderen Modellbahnfreunden in Ost und West vorgestellt.
Der Mittelturm wurde als letztes Stellwerk im ehemaligen Güterbahnhof Güsten abgerissen. Eigentlich sollte das Stellwerk als technisches Denkmal erhalten bleiben, da es auf der Denkmalliste von Sachsen-Anhalt stand. Aber so ist wenigstens mehr Platz für den Solarpark vorhanden. Der Mittelturm wurde nach Fotos und Maßskizzen originalgetreu nachgebaut. Er war das größte Stellwerk im Bahnhof Güsten. An dieser Stelle überquert die Kanonenbahn von Güsten nach Kalbe West die Strecke Aschersleben-Güsten-Dessau. Die Stützmauern wurden aus Gipsform der Firma Spürle gefertigt. Leider machen nach ein paar Jahren die Weinert-Gummilitzen der Telegrafenleitung Schlepp. Die 112 ist mit dem Güterexpresszug Gex nach Dessau unterwegs. Dieser Zug war jeden Werktag unterwegs und verteilte Pakete und Gepäckstücke. Hier nochmal ein Vergleich zwischen den alten Bäumen und den neuen Birken aus Leipzig. Die beiden gelben Zwiebelwagen stammen von einer tschechischen Modellbahnfirma und wurden auf der Staatsfahrer Ausstellung erstanden.
Die oben zu sehende Durchfahrt ins Kinderzimmer zum kleinen Schattenbahnhof ist die letzte große Baustelle auf der Anlage Güsten. Nach 19 Jahren Bauzeit ist das gröbste geschafft. Das Empfangsgebäude vom Bahnhof Güsten ist ebenfalls maßstabsgetreu nach Bildern und Maßskizzen in monatelanger Arbeit nachgebaut worden. Die Bahnhofsmetropa besitzt eine Inneneinrichtung, wo ich mit meinen Arbeitskollegen bei einem Feierabendbier am Tisch sitze. Leider ist das Empfangsgebäude vom Bahnhof Güsten jahrelang dem Verfall preisgegeben worden und ist heute nur noch ein Fall für die Abrissbirne. Heute sind vom Empfangsgebäude die Flachdächer eingestürzt und die Bäume wachsen aus den Fenstern. Die Doppelschranke in Güsten war zu Ostzeiten wegen der langen Schließzeiten bei den Autofahrern sehr gefürchtet.
Leider konnte ich aus Platzgründen nur eine Schranke nachbauen. Hier noch einmal die Überführung der Kanonenbahn mit der Zufahrt zum unteren Schattenbahnhof, wo 5 Züge ihren Platz finden. Insgesamt verkehren 20 Zuggarnituren auf der Anlage Güsten. Der Lokschuppen des BW Güsten wurde 1985 nach 10-jähriger Bauzeit fertiggestellt und war zu Wendezeiten einer der modernsten der Deutschen Reichsbahn. Leider rettete er das BW Güsten nicht vor der Schließung.